Droht der Schufa das Ende? Können Rentner jetzt einfacher an Kredite kommen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich möchte gerne einen Kredit haben, ich möchte gerne ein Handy haben, ich möchte gerne ein Auto fahren, ich möchte vielleicht auch mal in den Urlaub fahren und ich weiß, ich kann das vielleicht alles gar nicht so sofort aus der Tasche bezahlen, aus den laufenden Einnahmen bezahlen. Und das sind immer die Fragen, die uns sozusagen unser ganzes Leben beschäftigen. Können wir uns das eine oder andere leisten? Muss ich noch warten? Muss ich sparen? Kann ich vielleicht zu meiner Bank gehen und dort einen Kredit aufnehmen? Oder wie sieht es jetzt einfach aus, wenn ich in den Urlaub fahre und ich möchte einfach mal eine tolle Reise machen und möchte mir dort einfach keine Gedanken machen? Dann nehme ich einen Kredit auf und dann ist die Sache geritzt, das Geld kommt auf mein Konto. Und ich kann jetzt hier 4 Wochen lang wirklich den schönsten Urlaub machen, den ich jemals gemacht habe. Und diese Frage beschäftigen ja nicht nur junge Leute oder Menschen wie ich, die noch voll im Arbeitsleben stehen, sondern halt eben auch Rentnerinnen und Rentner. Und das Kernproblem ist, dass bei einer Kreditaufnahme oder bei einer Finanzierung, einer Ratenzahlung, wie auch immer, sehr, sehr häufig, meistens sogar die Schufa mit im Spiel ist. Und die Schufa ist, das wissen Sie vielleicht auch, ein System, eine Auskunftsdatei, die viele, viele Millionen Datensätze über uns gesammelt hat, die also sozusagen im Geschäftsleben, bei der Kreditvergabe, bei Ratenzahlungsvereinbarungen, bei Bürgschaften und anderen Dingen einfach kaum noch wegzudenken ist. Ja, das heißt also, wenn ich heutzutage einen Kredit aufnehme für den Autokauf, dann sitze ich beim Autohändler und sage dem, du, ich möchte gerne das und das Auto haben. Wie sieht es denn aus? Was hast du denn da? Ja, das kostet 50 oder 30.000 Euro. Du, aber ich will das nicht mit einmal bezahlen, sondern mit Kredit. Alles klar, kein Problem. Hier unterschreibt mal bitte die Schufa-Auskunftsklausel. Und dann geht der Spaß erst richtig los. Denn innerhalb von Minuten entscheidet die Schufa dann über das Wohl und Wehe meines Kredit. Antrages, also meiner Anfrage, kann ich jetzt von der VW Bank zum Beispiel oder von der Skoda Bank oder wem auch immer von der Deutschen Bank diesen Kredit bekommen zum Kauf meines Fahrzeugs. Und genau diese Anfrage, warum das so schnell geht, das basiert auf mathematischen Rechenprozessen. Das heißt also, von mir und von anderen, von Millionen Deutschen gibt es Daten und die in dem Moment, wo ich dort anfrage, durchläuft Peter Knöppel zum Beispiel ein Rechenprozess, ein sogenanntes Score-Verfahren, also eine Bewertung anhand von Daten über mich, ob ich überhaupt kreditwürdig bin, ob ich eine gute Bonität habe oder eine schlechte Bonität habe. Und wenn ich eine gute Bonität habe, so nennt man das heutzutage, dann bekomme ich den Kredit zu günstigen Konditionen, das heißt also, ich muss weniger Zinsen zahlen. Habe ich eine schlechte Bonität, bekomme ich entweder gar keinen Kredit oder den Kredit nur zu schlechten Konditionen. Und ganz einfach ist das zum Beispiel auch, wenn Sie, das sehen Sie sehr häufig, auch ältere Leute sieht man da bei der Deutschen Telekom sitzen und die wollen einen neuen Handyvertrag haben. Dann geht das ganz fix, die Schufa wird praktisch um Auskunft gebeten und in dem Moment entscheidet die Schufa über ihre Kreditvergabe oder die Anfrage, ob sie das Handy bekommen. Und genau hier bahnt sich möglicherweise eine Revolution an. Und das möchte ich Ihnen jetzt einfach mal anhand der Informationen, die ich im Internet gefunden habe, mal zeigen, was jetzt hier eigentlich los ist. Gucken wir einfach mal. Und zwar hat die Schufa. Läuft gegen die Schufa beim Europäischen Gerichtshof mehrere Gerichtsverfahren, und zwar aus Deutschland. Und in diesen Gerichtsverfahren geht es darum, dass die Kläger einfach wissen wollen, wie die Schufa zu ihren Entscheidungen gekommen ist und welche Auswirkungen das sozusagen auf ihre Entscheidung hatte zur Kreditvergabe. Und die Schufa hat hier bei einem Kläger schlicht und ergreifend wahrscheinlich wegen einem schlechten Scorewert, diesen Scorewert ermittelt und hat diesen Scorewert der entsprechenden Bank übermittelt und hat dann, und die Bank hat dann diesen Kredit letzten Endes verweigert. Und die Schufa teilte dem Kläger jedoch nur seinen Scorewert mit. Wir sehen das hier, ja, ich sehe das hier
an hier, wenn wir hier mal reingucken, dann mache ich das mal hier so, dann sehen Sie, dass die Schufa ihm nur den Scorewert mitgeteilt hat und allgemeine Informationen zur Berechnung. Ja, und dieses Verfahren ist jetzt beim Europäischen Gerichtshof gelandet und die Sensation, die sich hier anbahnt, ergibt sich letzten Endes aus dem, was hier weiter unten steht. Und zwar im Vorfeld noch zu sagen, geht es nicht um die Frage der Berechnungsmethode, also wie die Schufa diesen Scorewert ermittelt, sondern es geht um die Frage, ob dieser Scorewert im Zusammenhang mit der Datenschutzgrundverordnung überhaupt anzuwenden ist. Das heißt also, ob eine Maschine über die Frage der Kreditwürdigkeit und Kreditentscheidung hier eine Entscheidung herbeitreffen darf. Der Bundesgerichtshof hat vor vielen Jahren schon mal, ja, das sehen Sie auch hier, über die Frage entschieden, ob die Schufa diese Berechnungsmethode ermitteln, also praktisch offenlegen muss. Und da hat der BGH gesagt, der Bundesgerichtshof in Karlsruhe, nein, muss die Schufa nicht. Da kommst du als Kläger gar nicht ran. Aber das müssen wir wahrscheinlich hier in diesem Verfahren auch gar nicht mehr. Wir müssen da gar nicht mehr rankommen. Und zwar hat uns der Generalanwalt beim Europäischen Gerichtshof hat uns ein Gutachten vorgelegt, also nicht uns, sondern uns allen ein Gutachten vorgelegt, in dem er gesagt hat, dass die Praxis der Schufa in zwei Fällen oder aus zwei Gründen rechtswidrig ist. Zum einen geht es um die Frage des Speicherns der Restschuldbefreiung. Das heißt also, die Schufa darf hier Daten aus der Restschuldbefreiung nicht länger speichern, als dies auch die öffentlichen Register in der Bundesrepublik Deutschland machen. Und in der Bundesrepublik Deutschland werden Restschuldbefreiungsverfahren, wenn die angekündigt werden, maximal 6 Monate gespeichert und in dem Register veröffentlicht und danach werden sie ganz klar gelöscht. Und die Schufa hat das nicht gemacht. Aber die Schufa hat im Zusammenhang mit dem Gutachten des Generalanwalts am Europäischen Gerichtshof genau diese ihre Praxis geändert. Die hat einfach gesagt, okay, wir passen das an. Hauptsache, wir haben unsere Ruhe und wir löschen jetzt die Daten auch innerhalb von 6 Monaten. Das ist also sozusagen das Positive an dieser ganzen Geschichte. Aber der Generalanwalt hat auch noch was ganz anderes gesagt. Und das ist eigentlich der Knackpunkt an diesem Fall. Der hat gesagt, dass die Datenschutzgrundverordnung vorschreibt, das sehen wir hier, dass Entscheidungen, die für Betroffene eine rechtliche Wirkung haben, nicht durch die automatisierte Verarbeitung von Daten getroffen werden. Der Generalanwalt hat in seinem Gutachten geschrieben, dass die automatisierte Erstellung eines Wahrscheinlichkeitswerts, wie es der Scorewert darstellt, bereits eine verbotene automatische Entscheidung darstellt. Und das gelte auch dann, wenn die endgültige Entscheidung von Dritten wie Banken getroffen wird. Und genau hier, meine Damen und Herren, ist sozusagen der Knaller, der mögliche Knaller drin. Sollte der Europäische Gerichtshof dem Gutachten des Generalanwaltes tatsächlich folgen, und entscheiden, dass das automatisierte Scorewertverfahren nicht mehr angewendet werden darf. Also es geht nicht darum, wie die Schufa dazu kommt, also wie sie den Scorewert ermittelt, sondern dass sie ihn anwendet. Dann ist das de facto das Ende der Geschäftstätigkeit für die Schufa. Denn das System der Schufa basiert eben auf diesem Scorewert. Meine Damen und Herren, ob ich das persönlich als Anwalt so toll finde, dass dann der Scorewert nicht mehr angewendet werden kann und dass dann möglicherweise die Schufa vielleicht sogar pleite geht
oder das Geschäftsmodell endet, das ist eine völlig andere Frage. Denn man muss sich darüber auch im Klaren sein, welche Konsequenzen eine solche Entscheidung hat, wenn der Europäische Gerichtshof dem Gutachten des Generalanwaltes tatsächlich folgen würde. Es hätte die Folge, dass wir dann nicht mehr so schnell an Kredite herankommen. Denn die Banken und Kreditunternehmen sind ja an die Daten, auf die Daten von der Schufa und anderen Auskunftsdateien angewiesen. Und dann haben wir eben das ganz große Problem, dass wir nicht mehr innerhalb von Minuten irgendwie einen Kredit bekommen, gerade wenn es um kleinere und mittlere Kredite geht. Ich rede jetzt hier von 500 € bis 10.000 Euro, also reine Konsumentenkredite. Wenn Sie also beim Mediamarkt zum Beispiel einen großen Fernseher kaufen für 5.000 Euro, dann geht das ja heutzutage so, dass Sie da hingehen und da wird innerhalb von Minuten wird da eine Kaufentscheidung getroffen, weil der Kredit gewährt wird. Und das wird dann möglicherweise nicht mehr der Fall sein. Dann müssen Sie also wieder zur Bank gehen, müssen da nachfragen, müssen Unterlagen hinlegen und die Bank und der Bankmitarbeiter bewertet dann Ihre Kreditwürdigkeit. Und das wird dann sehr, sehr lang und zeitraubend und natürlich auch nervenaufreibend sein. Aber letzten Endes sollte es tatsächlich dazu kommen, dass die Schufa hier ihres Score-Ermittlungsverfahrens beraubt wird, weil diese Anwendung eine maschinelle Anwendung ist und Entscheidungen aufgrund dieser maschinellen Anwendung nicht gefällt werden dürfen, dann ist das tatsächlich ein Faustschlag in das Gesicht der Schufa. Ob man das gut findet oder nicht, ist eine völlig andere Frage. Und es wäre ja dann nicht nur die Schufa betroffen, sondern es wären auch viele andere europäische Datenverarbeitungssysteme und Auskunftsdateien betroffen, die ebenso wie die Schufa hier mit Scorewertverfahren arbeiten. Meine Damen und Herren, ich sage, irre Entwicklung in dem Bereich der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. Schauen wir einfach mal, ob und wann die Entscheidung kommt. Bitte gehen Sie nicht davon aus, dass zwingend der Europäische Gerichtshof der Vorlage des Generalanwaltes folgen wird. Das muss nicht unbedingt sein. Es wird ja vielfach im Internet jetzt schon gejubelt und frohlockt, so nach dem Motto, der Europäische Gerichtshof wird dem Generalanwalt in seinem Votum folgen. Das ist nicht zwingend so. Es ist häufig so. Es gibt eine hohe Prozentzahl der Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs. Da ist dieser dem Gutachten des Generalanwaltes gefolgt. Aber das muss in diesem Fall nicht so sein, denn der Europäische Gerichtshof hat sicherlich schwere und tiefgründige Abwägungen zu treffen, ob man das Scorewertverfahren der Schufa hier beibehält und eine Auslegung trifft im Rahmen der Europäischen Datenschutzgrundverordnung oder aber ob man dieses Scorewertverfahren für rechtswidrig hält. Meine Damen und Herren, warten wir bitte die Entscheidung ab. Ich finde, es ist eine wahnsinnig spannende Frage, die hier zu klären ist, ob tatsächlich die Schufa wegen einer möglichen Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs in die Knie geht. Ich bin gespannt. Sollte die Entscheidung kommen, dann werden wir selbstverständlich darüber berichten. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.